Herzlich willkommen hier bei CoA Overlord. Heute ja, steht nicht nur der Livestream an, sondern auch ein 4 gegen 4 auf der Region um Montages. Und Hoster Taube ist, wie man das mittlerweile so kennt, nicht mit von der Partie, aber dafür ein Haufen hochkarätiger Spieler. Und ja, dann geht's auch gleich los. Und ich habe mir extra nicht die Position gegenüber von Arya Stark rausgesucht, da der Spieler doch irgendwie 2800 Spiele oder so hat. Und das ist mir dann doch zu viel Erfahrung. Außerdem hat man auf der rechten Seite immer so eine gewisse, ja, so eine gewisse Verantwortung, dort auch schön die Punkte zu holen. Und das will ich natürlich nicht. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie das jetzt mit der Tonqualität passt. Und wenn die Spielsounds zu leise sind, sagt mir Bescheid. Dann stelle ich das noch um. Und ja, wie ich sehe, ich habe nämlich gerade noch einen Laptop neben mir stehen, fügt sich das Kommentarfeld tatsächlich wunderbar in die UI, also das User-Interface, also das, die grafische Benutzerschnittstelle, quasi dieses Spielmenü ein. Ja. UI, das sagt auch keinem was, das Wort, oder? Außer den geschulten Informatikern im Chat. Ich habe gerade rüber geschielt und gesehen, dass wir gefragt wurden, ob wir heute wieder Community-Matches machen. Und ja, tatsächlich steht auch das wieder mit auf dem Plan. Also, das steht übrigens auch in der Beschreibung. Also, ne? In der Video, in der Stream-Beschreibung. Oder habe ich es mit drin? Ich hoffe, ich habe es mit drin. Ich habe es auf jeden Fall in den Ankündigungen mit drin. Diesmal hatten wir es nämlich mal geschafft, das hier, den Stream für heute anzukündigen. Ja, es ist auch ein Fortschritt. Das ist Wahnsinn. Oh. Oh, da kommt schon der Pio. Der Doppel-Pio. Ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Aber, ja. Ja, besonders das Feuer. Also der Flammenwerfer, der macht schon ordentlich Schaden, wenn der hier in die Nähe kommt. Deswegen muss ich da zumindest mit einem Auge immer so ein bisschen anwesend bleiben. Nicht so wie jetzt. Nicht so wie jetzt. Ja, das war nicht gut, das war nicht gut. Dann gibt es immer noch die Variante mit dem Wegpushen, ne? So, und wieder zurück. Wunderbar. So, und ran mit dem nächsten Trupp. Oh, aber die rennen auch immer hier direkt dort wie die Bekloppten rein, ne? In den Flammenwerfer. Das ist halt, weil dort Deckung ist und die nicht auf der Straße gehen wollen, ne? Dabei ist eigentlich so, also es ist tatsächlich optimal, mit dem Trupp nicht in irgendeine Deckung zu gehen, wenn man gegen den Flammenwerfer kämpft, weil dann macht er in der Tat mehr Schaden. Dann könnte man sich jetzt natürlich die Frage stellen, ab welchem Punkt, jetzt wird es zu komplex. Ich spiele erstmal einfach weiter, also Ingame-Sound lauter, man hört fast nichts. Danke für den Hinweis. So, wobei es ist wahrscheinlich zu laut. Ein Stück leiser geht noch. So, jetzt. Danke für den Hinweis an der Stelle. Richtig großen Dank. Das hilft wirklich ungemein, weil man hat das habe ich tatsächlich vorher jetzt noch nicht getestet. Also, das sei jetzt meine Entschuldigung. Oh, und wie wir sehen. Oh, da kommt er schon. Fuck, retreat. Autsch, autsch, das habe ich aber jetzt mächtig unterschätzt. Ja, und natürlich hat man hier keine Chance gegen ein Maschinengewehr. Oh Gott, der Spielsound ist so laut. Boah, so. Da machen wir das hier leiser. Gegen das MG haben wir natürlich keine Chance. Wir müssen da jetzt irgendwie hoffen, dass hier mein Kollege noch irgendwie in die Trickkiste greift. Wir haben eine feindliche Einheit vernichtet. Das mit dem HQ ist eine tolle Sache. Den Jeep holen wir uns. Den könnte ich vielleicht mit etwas Glück noch kriegen. Ja, sehr schön. Jetzt ist aus. Wo ist denn jetzt das MG hin? Bin ich doof, oder? Wir haben eine Einheit verloren. Fuck. Ja, okay, damit habe ich schon die erste Einheit verloren. Also wie gesagt, ich muss erstmal reinkommen. Es tut mir leid. Das war gerade, ist gerade alles ein bisschen zu viel. Aber ich bin sehr optimistisch.
Die Amerikaner nehmen einen Sektor ein. So, jetzt müssen wir hier natürlich die Punkte cappen. Das sollte mein Kollege machen und ich gehe wieder in die Mitte und kümmere mich dort um die Pios, die mir gerade den ersten Fuck beschert haben. Das ist natürlich, sowas ist immer super ärgerlich, ne? Oh, oh, oh. Da sollte man den Gegner lieber nicht unterschätzen. Der verfügt schon über Bars und die machen sogar gegen Panzerwagen relativ viel Schaden. Aber ich probiere es aus. Verteidigungsoperationen wurden verbessert. Okay, das sind vor allem schon ein Haufen Trupps. Verschwendet das Ziel! Infanteriegruppe, bereit euch bereit zu marschieren. Ah, schön. Was ist los? Wir haben das MG. Haben wir zu Feindkontakt. Feuer frei! Was für ein Haus schon wieder! Ja, jetzt machen wir den Kampf schön auf die Distanz. Das ist natürlich immer praktisch. Feindliche Einheit ausgelöscht. Ja, jetzt ist das MG natürlich da, da müssen wir uns zurückziehen und es nagelt vor allem gleich. Oh, oh, oh. Es nagelt vor allem gleich in meinen Trupp fest. Ich gehe einfach mal mit hoch in den Norden und helfe dort mal noch mit aus. Da können wir, glaube ich, jetzt ordentlich Schaden machen, wenn ich da auch noch mit reinkomme, oder? Ja, da. Ein kleiner gezielter Angriff. Ja, genau. Verstanden. Feuer frei. In Bewegung. In Bereitschaft. Verstanden. In Bewegung. Wenn wir nicht die Position schießen mit allem, was wir haben. Panzer haben ein weiteres feindliches Fahrzeug vernichtet. Ja, also der kriegt hier auf jeden Fall ordentlich Schaden gerade. Jetzt habe ich wenigstens einen Fuck bekommen und einen verursacht. Das ist schon mal, ne? Damit gleicht sich die Rechnung zumindest aus, ne? Also. Es hätte schlimmer kommen können. Da muss ich mir natürlich was überlegen gegen diesen Infanterieblob. Und ich glaube, ein schönes Mittel wäre, dass ich hier oben noch ein HQ aufmache. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was ist los? Verstanden. Rücken ab. Komme ich hier noch lebendig hoch? Scheiße. Schaffe ich das noch? Ach nein. Ah, okay. Aber Retreat wäre ja auch sinnlos. Das war jetzt mal so der klassische Fail. Sowas sollte nicht passieren. Also der macht sein Ding hier schon gut, der Gegner. Ja, 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 und hinterher. Hinterher, das sind 3 Full-Unit-Kills am Ende. Ja! Oh, sorry, dass ich hier so brille. Wahnsinn, und das ging gut. Und damit haben wir die ganze Sache wieder ausgeglichen. Der andere Gegner ist noch gerade hier fleißig am Käffen mit ein paar Pios. Das ist nicht so toll. Aber uns gehört der Norden und das ziemlich solide. Das ist echt eine große Leistung. Also es ist eher so eine Leistung des Gegners, weil der hier einfach stehen blieb. So, jetzt müssen wir natürlich hier wieder die Punkte zurückholen. Und ja, da bin ich jetzt echt gerade überrascht, muss ich sagen, dass der die da so, ja, ich sag mal so, ohne Kampf verloren hat. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Das war doch schon ein Stück einfach. Oh, fuck, fuck. So. Scheiße, scheiße, scheiße. Wobei, wird das was? Wird das was? Ja, da kommt jetzt eine Nate rein. Und jetzt, komm, komm, auf den Sniper. Ah. Und Retreat. Wenn ich das noch schaffen sollte, ich hoffe doch mal. Fuck, fuck. Raus hier. Wir können gar nicht verlieren. Wir haben den Feind erneut einen vernichtenden Schlag zugefügt. Das war jetzt auch mal Glück, mehr Glück als Verstand. Die Panzergrenadierverstärkung ist einsatzbereit. Oh je. So.
Hier unten haben wir uns zurückgedrängt, wie auch immer. Ich habe es gar nicht mitbekommen. So, und jetzt ist langsam der Zeitpunkt, dass man Richtung Quark Panther geht. Was ist los? Und das habe ich jetzt auch hier an der Stelle vor. Und irgendwo habe ich schon wieder einen Schützentrupp verloren. Also es ist wirklich, ich baue mal neue. Ich nutze, wie gesagt, meine Manpower wieder nicht. Und ja. Bis auf diese eine relativ gut durchgespielte Aktion von mir gab es jetzt bisher noch nicht ganz so viel Sehenswertes. Also von mir nicht. Das war eher so der Patzer des Gegners, würde ich mal jetzt behaupten. Mit unserem Skill hatte das weniger was zu tun. Ja, hier oben alles zugemauert. Das ist natürlich eine gute Sache. Und jetzt wird gecapped. Beziehungsweise das letzte Gebäude gebaut, was wir brauchen, um dann irgendwann die Panthergruppe zu holen. Das ist nämlich eigentlich so die Standardstrategie auf der Karte. Immer schön auf die Panthergruppe gehen. Und genau das habe ich auch vor. Ja, jetzt kommt hier wieder der riesen Infanterie-Plop. Der macht natürlich keinen Spaß. Ja, wegen der Doktrin bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich immer gern verbrannte Erde spiele, aber... Ja. Ich guck mal, ob ich da vielleicht diesmal was abwandle. Und ich würde auch gern dann bald die Panzer hier reparieren. So, den werden wir jetzt mal reparieren. Und... Ja, im Norden bin ich zufrieden. Also irgendwie scheint der Gegner da nicht so recht einen Angriff starten zu wollen. Das ist natürlich jetzt in unserer Situation gerade ziemlich gut. Das Doofe ist natürlich, dass unser Gegner wesentlich mehr Fuel hat als wir. Also optimal wäre eine Doktrin, die es uns... Optimal wäre natürlich eine Doktrin, die es uns jetzt erlaubt... Feindliche Einheit ausgelöscht. ...sinnvoll hier die Munition einzusetzen. Das ist bei Panzerliedern natürlich immer ein bisschen schwieriger als jetzt bei Wehrmacht zum Beispiel. Da hat man ja wirklich eine Riesenauswahl. Oh, da ist ein Tag. Was, wo? Ach, scheiße. Oh, da unten. Ja, komm, 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 Sniper. Ja. Da hat er nicht aufgepasst. Und da musste der Sniper dran glauben und das ist natürlich sehr schön. Ja, weiter geht's. Ich frage mich halt gerade, ob ich weiter auf die Panther-Gruppe gehen soll und das mit dem AT erstmal nach hinten stellen sollte. Das, das würde sich natürlich, denke ich, schon lohnen. Weil schnell die Panther-Gruppe ist natürlich schon der Bringer. Aber auf der anderen Seite kann ich dann halt jetzt wenig machen gegen die ganzen Panzerangriffe, die jetzt hier gleich auf uns kommen. Also kurzfristig gesehen wäre das natürlich nicht die optimale Lösung. Aber ich glaube, ich werde es einfach mal riskieren und jetzt ein bisschen drauf spekulieren, dass die Gegner hier ja, weiterhin so zurückhaltend agieren. Au, au, au. Und zurück, zurück, zurück. Oh, Glück gehabt. Jetzt lasst euch bitte nicht überfahren. Oh, schon wieder Schwein gehabt. Ja, ah, wenn wir da jetzt Arti hätten irgendwie, wäre das natürlich der Burner, aber... Pass auf, wir machen es einfach so. Ich baue mal noch ein paar mehr... Infanteristen, die sich um die Panzer kümmern können und kommt noch einen Schuss und ja, wunderbar. Und dann lasse ich das erstmal die Infanterie übernehmen. So. Ah, das hat nicht ganz gereicht mit dem Bau. So, jetzt schicke ich mal ein paar AT-Trupps hier runter. Und dann geht's hier jetzt weiter. Außerdem kann ich das letzte Upgrade jetzt in Auftrag bringen, damit dann als nächstes die Panther kommen können. Und das ist natürlich perfekt. Da muss ich nur aufpassen, dass ich dann nachher noch genug Manpower habe, um mir die auch zu leisten.
Formationswechsel. Ja, Herr wir sind gleich da. Ja, ich bin natürlich jetzt gar keine Hilfe für den hier. Also. Ach je. Geben Sie uns so. Ihre Befehle durch. Macht euch bereit zu marschieren. Mist. Sprechen Sie. Ja, Arti, das ist sehr schön. Sehr schön. Und hier stockt alles. Und alles kriegt noch mehr Artillerie ab. Ja. Ja, der hat sich jetzt hier natürlich eine. Okay, komm, jetzt muss ich schnell sein. Jetzt muss ich sehr schnell sein. Jetzt haben die ja vor allem die Punkte abgekattet, merke ich gerade. Das ist natürlich nicht sehr schön. Oh, jetzt sind sie alle festgenagelt und jetzt können wir richtig schön Schaden drücken. Wunderbar. Und langsam kann ich auch meine AT-Trupps hochschicken. Sehr gut, und jetzt gleich wieder den Punkt verbinden und dann hier hoch die Panzer zerstören. Und bald kann ich auch meine Panther-Group holen. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Und die kommen jetzt. Und seine Panzer werden jetzt auch drauf gehen hier oben. Die werden zwar noch ein bisschen nerven, aber das war's dann auch schon. Ja, und damit sind unsere Punkte jetzt schon wieder verbunden. Und ich werde jetzt einfach die verbrannte Erde-Doktrin nehmen. Wir können von nun an Gebäude mit Sprengfallen versehen. Ja. Oh, oh. Komme ich hier noch raus? Das ist wirklich so der Klassiker in dem Spiel. Kurz nicht hingeguckt, Truppe tot. Naja, zumindest wieder geschafft. Und ihr schreibt ja auch schon in den Kommentaren, dass ich endlich meine Doktrin auswählen soll. Jetzt habe ich es getan. Und die schweren Panzer kommen. Ein Fehler, den ich auch ganz oft gemacht habe, ist der, dass ich einfach nicht meine Infanterietrupps dann erweitert habe um einen weiteren Mann. Das werde ich diesmal auch anders machen. Also mir ist in der Tat dran gelegen, die Fehler beim nächsten Mal nicht zu machen. Und ja, so im Großen und Ganzen sieht es jetzt eigentlich ziemlich gut aus. Rostertaube immer noch nicht da. Mein Handy blinkte vorhin ganz, ganz oft. Also vielleicht ist da was im Busch. Vielleicht hat Rostertaube ja... die Pack von ihm hat gerade seine eigene Stellung abgeschossen. Ja, das ist auch witzig. So, wieder zurück mit dem Panzer. Ja. Unserer bemerkenswerten Schlagkraft ist eine weitere feindliche Einheit zum Aufbau. Wir können ja halt eh Granaten reinhauen, wie wir Lust und Laune haben. Ja, sehr schön. Jetzt kommt hier der Angriff. Achtung, Sektorartillerie nimmt geplante feindliche Stellungen unter Beschuss. Und, ja, okay. Ja, wir haben ja das Geld, ne? Also, jetzt so der große Effekt kam dadurch nicht zustande, aber, ja. Kann sich auch mal was gönnen. Ja, jetzt ärgere ich mich im Nachhinein, dass ich es nicht hier oben eingesetzt habe, ne? So gebündelt, wie der hier dasteht, hätten wir da wirklich massiv Schaden machen können. Der Feind wird von Stunde zu Stunde schwächer. Ah, ich merke gerade. Oh, oh, oh. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, tatsächlich ohne einen Full-Unit-Kill habe ich das jetzt hier geschafft. Ich bin selbst überrascht. Und jetzt sehen wir hier in der Mitte, da ist wirklich jetzt eine riesen Panzerarmee. Und ich glaube, jetzt ist da unten meine Panther-Group gebraucht, so langsam. Und die könnte da jetzt wirklich einen Unterschied machen. Deswegen werde ich mich jetzt so langsam drauf einstellen, dass ich meine Position weiter Richtung Süden verlagere. So. Und in der Mitte aushelfen. Ja, ich leg die bei hier so. Ja, sehr schön. Der fährt natürlich direkt hier rein. Direkt hier, wo noch die Sektorartie an ist. Warum auch immer.
Das, ich dachte schon, die bringt gar nichts, aber jetzt... Ja, bringt sie auch nichts. So, und jetzt die Panzer hinterher. Achtung, die Panzerkampfverbände sind. Und dann hole ich mir hier noch die Gegner. Wir haben eine feindliche Einheit vernichtet. Wir sind bereit, Kommandant. Los, platzieren Ladungen. Und immer schön die Ladung überall platzieren. Ah, das könnte jetzt... Uiuiui. So, ich fahre einfach mal... Wobei, ne, das ist keine gute Idee. Ich dachte, die Sektorartillerie bleibt noch ein bisschen länger. So, dass ich jetzt hier noch... Ach komm, zurück, zurück, zurück. Dass ich jetzt hier noch ein bisschen Schaden machen kann. Oder ich, ne, ach, wir haben es ja. Ja, wunderbar, so. Warum soll man sich das nicht leisten, wenn man schon das Geld dafür hat? Und ja, so langsam, denke ich, ist die Situation hier wesentlich stabiler geworden. Ich pack nochmal ein paar stärkere Panzer. Sperren dahinter. Einfach, weil ich es kann. Und ja, jetzt fahren wir mal hier lang und gucken mal, was noch entlang der Straße ist, dass wir die Sektorarte noch ein bisschen auskosten. Und dann, denke ich, ist es langsam an der Zeit, mal die Mitte zu stürmen. Oh, da kommt er. Wir können gar nicht verlieren. Wir haben den ziehe ich jetzt einfach mal zurück. Oh, scheiße. Das wollte ich aber gerade nicht, ne? In der Regel machen die Trupps halt leider nicht das, was sie sollen, sondern das, was man ihnen befiehlt, ja. Das ist halt das Traurige. Ach Gott, nein! Ich muss mich wirklich ein bisschen mehr konzentrieren. Feindliche Einheit ausgelöscht. Ja, auf jeden Fall hier oben. Ich glaube, da läuft nicht so viel mehr bei unserem Gegner. Das sieht ja ein Stück weit überfordert aus. Er hat sogar AT hier hintergekarrt. Komm, schieß. Ah nein, das... Ah! Ja, okay. Das war jetzt die Eigendummheit. Ich habe vergessen, dass der sich ja refreshen kann. So, weiter geht's jetzt im Zentrum. Da kepp ich jetzt mal etwas mit. Die Pack muss trotzdem dran glauben. Und das ist auch richtig so. Und jetzt brauchen wir langsam die 4-Mann-Trupps, bevor ich die wieder vergesse. Entgegen aller Ankündigungen. Und jetzt geht es natürlich in der Mitte ein ganzes Stück ab. Da fehlen mir jetzt die Trupps, um da wirklich groß mitzuhelfen. Aber ich schicke mal ein bisschen was runter. Ich werde allgemein mal meinen Truppen ein bisschen mehr Richtung Mitte verlagern. Einfach weil oben jetzt so wenig los ist. Es lohnt sich ja gar nicht, doch was zu machen. Oh, Sniper. Doppelsniper. Ja, mal gucken, ob der Puck hier dran glauben muss. Oder ob mein... Ja. Ja, wunderbar. Manchmal hat man halt das Glück, ne? So, gleich hier eine Ladung, da oben eine Ladung dran. Oh, oh, oh. Ich könnte natürlich immer ein bisschen mehr helfen, ne? Das merke ich jetzt gerade. Ja, und jetzt sollte er hier keine Chance mehr haben. Ob der Tiger da noch rauskommt, bezweifle ich gerade. Wobei. Retreat? Ah. Ach, Mann. Ja. Need Berge-Tiger. Ah,
Da hat er natürlich recht. So, wieder ein Stück zurückfahren. Ja, der verliert hier sehr viel. Ich verliere eventuell meine Panzer. Relativ wahrscheinlich sogar. So, und der Bergetiger ist keine schlechte Idee. Ich muss auch meine Ressourcen mehr nutzen und bringe jetzt mal ein paar Upgrades und so raus. Also, man merkt das, ich bin noch überfordert. Aber es wird besser, versprochen. Ja, ziehen wir den zurück, bevor wir alle Panzer verlieren. Und... Wir sind bereit, setz dich in Bewegung. Panzer Abwehrverstärkung verfügbar. Ja. Ah, jetzt können wir langsam auch die Hummels holen. Und die sind mir eigentlich gerade lieber, muss ich sagen. So ein bisschen Druck aus der Ferne aufbauen ist schon wesentlich angenehmer, als da vorne mit zu kämpfen. Und zum Großen und Ganzen bin ich optimistisch, dass wir das Spiel jetzt so langsam gewinnen. Beziehungsweise erstmal unter Kontrolle kriegen. Das sah ja am Anfang noch ganz anders aus. Aber jetzt einfach hier oben noch mit den... Mit den Punkten. Wir können gar nicht verlieren. Vielleicht können wir da noch dem Feind erneut einen vernichtenden Schlag Observation Posts bauen. Das wäre natürlich perfekt. Dann können wir die Arti natürlich spammen, wie wir Lust und Laune haben. Selbst die feindlichen Shermans werden unseren Anti-Panzergranaten nicht entgegensetzen. Oh. Da wäre Horst der Taube jetzt stolz. Auf seinen Pershing. Unheimliche Einheit aus Unteroffiziere dienen nun in unseren Reihen. Autsch, autsch, autsch. Jetzt verstecke ich mich mal hier so ein bisschen hinter den Ruinen. Damit sind meine Truppen nicht angreifbar und die Arti feuert trotzdem und die macht Schaden. Die macht richtig viel Schaden und es laggt. Geht jetzt irgendjemand aus dem Spiel? Nee, ist noch alle drin. Die bewegt sich bloß gerade doppelt so viel Frames. Okay, Wahnsinn. Unter Beweis gestellt. So, jetzt knallen wir hier noch die Pack weg und was das jetzt hier ist, verstehe ich auch noch nicht so ganz. Ja, wunderbar. Damit haben wir die noch. Und ich denke, im Großen und Ganzen kann man sagen, war die ganze Aktion jetzt hier sehr erfolgreich. Ich werde auch noch ein paar Upgrades bringen, zum Beispiel für die Felderfahrung oder noch besser Group Seal. Oh, 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 jetzt kommt wieder ein Panzeransturm im Zentrum. Jetzt muss ich mal schnell mit meinen großen Panthern hier mit rankommen. Die wie immer ganz weit hinten stehen, das tut mir wirklich leid. Also was meine Mates hier durchmachen müssen, das ist echt traurig. Ach verdammt, die müssen näher ran, damit die Arti da... Ist das traurig. Grenadiere, ihr seid jetzt in der Lage, schnellstmöglich eure Zielobjekte zu sichern. Ja, eigentlich, ich glaube, was ich jetzt am meisten nötig, ist, wenn ich den Punkt hier noch treffe. Unsere furchtlosen Truppen haben einen weiteren Panzer des Feindes. Wobei, wir warten mal ab. Der Blob rennt doch jetzt da bestimmt rein, ne? Komm, noch einen Meter nach vorne. Ah, die Arti hat ja auch eine gewisse Streuung und haut natürlich volle Kanne in den Blob rein. Das sieht gut aus, genau so. Und noch einer danach. Wunderbar. Und das tut weh. Und ich gehe jetzt einfach mal dazu über und vermine hier die Gebäude, wenn wir schon mal Zeit haben. Und so im Großen und Ganzen hat sich jetzt die ganze Lage eigentlich extrem stabilisiert. Gibt es irgendwo noch was anderes zu bergen? Letztens hat auch jemand unter den Videos gefragt, warum ich nicht die Hellcats geborgen habe. Es liegt daran, man kann wirklich nur die eigenen Einheiten bergen. Ja, jetzt sehe ich es auch gerade wieder, die Bemerkung, so viel Manpower, es tut mir leid. Ich werde das wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht mehr auf die Reihe kriegen und... Aber mal gucken. Achtung, Panzer! Schützen wir den Herrn!
So, weiter geht's in der Mitte. Hier oben, das interessiert wirklich niemanden. Jetzt kriegen wir noch viel mehr Fuel. Und haben so langsam, denke ich, die Oberhand hier. Und ich werde ja einfach mal alles verminen, was sich verminen lässt. Und jetzt auch mal mit den Panthern nachgucken. Allgemein mal mit der ganzen Infanterie, die ich hier irgendwo rumstehen habe. Eigentlich wäre das mal der Moment, um mal so ein... Ich probiere mal den Funkpanzerwagen aus. Das ist eine von den, ich will nicht sagen, am meisten unterschätzten Einheiten. Ich weiß nämlich nicht, ob sie gut ist, aber es ist eine von den am wenigsten verwendeten auf jeden Fall. Und ich glaube, ich probiere die jetzt einfach mal aus. Der Feind wird von Stunde zu Stunde schwächer. Ja, auf der linken Seite stehen unsere Gegner noch ganz gut. Es liegt hauptsächlich daran, dass dort halt zwei Gegner gegen einen von uns kämpfen, aber... Wir kümmern uns darum. Ich guck mal. Autsch, 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 autsch. Da ist ja noch der Pershing. So. Ich dachte, ich habe hier dieses Frack gesehen. Dachte, das wäre der. Nee. Es gibt ja zwei. Ja, das... Da gehörte jetzt schon ein bisschen Glück dazu. So, welches Gebäude können wir ausbauen? Es sieht bei keinem gut aus, aber ich werde das hier nehmen, damit ich hier heilen kann. Wobei, probieren wir es nochmal mit der Hummel. Ah, das wird schwer, das wird schwer. Ja. Ja, das ist jetzt der epische Ansturm, aber es ist. Es reicht nicht. Oh, 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 raus aus dem Haus! Und wieder rein. Ah, der Pershing hat's gemacht. Das ist jetzt natürlich sehr traurig. So, der Panzer ist wieder einsatzbereit. Und jetzt heißt es hier hinterhergehen. Genau, Sektor-Arti ist schon hier. Und. Das müssen wir eigentlich gekonnt ausnutzen. Ja, damit ist er weg. Herr Pershing, Horster Taube würde jetzt weinen. Und ich werde, denke ich, hier meine Sanitätsstation reinbauen. Und jetzt sieht es hier so aus, als ob im Norden gleich der nächste Angriffsversuch kommt. Ah, schon wieder einen Druck verloren. Jetzt reicht's. Gucken wir mal, wie geschützt die hier dastehen, weil... Ja, einen haben wir rausgenommen, das soll erstmal reichen. Und... Oh, was passiert jetzt hier im Norden? Ich brauche erstmal wieder Truppen vorne an der Front. So, das hat jetzt hier natürlich jeder. Auch mein Kollege ist jetzt oben. Ich schicke mal wieder da. Er ist jetzt in der Mitte. Ich schicke mal wieder Truppen in den Norden. Damit hat jetzt halt wieder keiner gerechnet, dass da auch was ist. Und ja. Ach nein, bitte nicht. Bitte nicht die Ketten. Oh, ist das traurig. Ja, und das ist jetzt so die Phase des Spiels, wo ich dann auch so viele Sachen übersehe. Und das dann oft auch einfach nochmal aus dem Sachverhalt spannend wird. Weil, ja, halt einfach so viel los ist und man wieder Fehler macht und dann geht's hin und her. Und ein Fehler, den ich nicht machen will, ist jetzt hier die Dinger abzuschießen. Ja, okay, machen wir es noch kaputt. Ja, komm, komm! Ja! Wett 2 zerstört.
Ja, jetzt machen wir, jetzt geht's hier wieder hoch. Aber irgendwie, die Gegner waren am Anfang stärker, hatte ich das Gefühl. Die haben jetzt ziemlich krass nachgelassen. Ich verstehe gar nicht, wieso. So, jetzt schnell noch die Pack zerstören. Die ist eigentlich fast schon kaputt. Genau, das war's mit der Pack. Und jetzt geht's auf den Pershing. OV1. So, was macht eigentlich das? Wir haben eine feindliche Einheit vernichtet. Ach, jetzt weiß ich, wie das Teil macht. Damit kann man Ressourcen klauen. Ja, okay. Das bringt uns natürlich jetzt wenig. Oh, oh, oh. Retreat. Fix. Ach du Scheiße. Ja, das ist, glaube ich, jetzt an der Zeit für die nächste Panzer Battle Group. Ja, wunderbar. Sektor-Arti macht ordentlich Schaden. Und die stehen alle ziemlich gut in der Arti drin, ne? Also ja, der hat sich sogar schon zurückgezogen, der rote Spieler. Jetzt haut sie hier unten auf die Panzer drauf, wenn er da nicht schnell genug rausgeht. Ja, wunderbar. Und jetzt kommen unsere ganzen Panzer an und damit sollte der Spieler da oben auch aus dem Gefecht genommen werden. Ja, und der fährt nochmal quer durch die Barrage, also durch das Artilleriefeuer durch. Und das ist der Tod jetzt, ja. Oh, Red 3. Eine sehr schöne Sache. Wir haben die Einheiten schon bald wieder bei voller Stärke. Und ich müsste mal wieder ein bisschen Infanterie nachbauen, merke ich gerade so. Und gibt es wieder tolle Ziele für unseren Bergetiger? Wo ist der Bergetiger? Hab ich den? Ja, da ist er. Das wäre jetzt wirklich wieder so die maximale Blamage, wenn ich den Bergetiger verloren hätte und auch das nicht gemerkt hätte. So. Jetzt gibt es noch Pershing zum Mittag. Hoffentlich, der ist nämlich ziemlich schnell. Mal, dass er Fehler macht beim Zurückziehen. Sonst kriege ich den nämlich nicht mehr. Oh, wir haben sogar... Wir haben sogar schon einen Bett 3 Panther. Ja. Noch wieder zurück, zurück, zurück. Wir können gar nicht verlieren. Wir haben dem Feind erneut einen vernichtenden Schlag zugefügt. Ja, und alle wieder zurück. Oh, zum Glück hat es gerade... Der hatte gerade wirklich... der hatte gerade im Ansatz schon die... Haftladung geworfen. Ja, okay, jetzt hat er es doch noch geschafft. Und damit ist mein Wett-2-Panzer leider zerstört worden. Und jetzt brauchen wir wieder Infanterie vorne an der Front. Also, es ist, oh, dieses Hin und Her. Man unterschätzt das echt, wie lang so ein Spiel gehen kann. Ja, nehmen wir wieder die Arti hier drauf. Wir haben es ja. Der Feind wird von Stunde zu Stunde schwächer. Ja, das war dann unser Funkketten. Ja, hätte ich jetzt vorausschauend gedacht, wüsste ich natürlich, dass der Gegner gleich da oben angreift, aber... Wir sammeln uns draußen, Truppe, Vigo, rück! Nein! Ah, oh, schon wieder nicht. Wir haben eine feindliche Einheit vernichtet. So, die hier cappen wieder und die schicken wir jetzt mit nach oben zum Kämpfen und jetzt schaue ich auch mal ganz kurz nebenbei auf mein Handy. Vielleicht gibt es ja noch Hoffnung von Horst der Taube. Nö, er hat nichts geschrieben, also. Unsere furchtlosen Truppen haben einen weiteren Panzer des Feindes zerstört. Oh, jetzt kommt in der Mitte der Panzersturm. Wow, das ist eine Armee. Ach du Scheiße, das ist, glaube ich, jetzt genau mein Einsatzgebiet. So, da fahren wir doch hin. Gibt's
hier mittlerweile wieder irgendwelche Wracks? Das gibt's gar nicht. Ich glaube, wir verlieren einfach keine Panzer. Oder die Wracks werden immer zerstört. Ich weiß es nicht. Ein schwerer M26 Pershing-Panzer wurde geknackt. Ja, was kann man denn jetzt noch so bringen? Das ist echt, das ist immer schade, dass man, jetzt. Ja, jetzt muss der Pershing leider dran glauben. Es tut mir leid, Horst der Taube. Hoffentlich aber nicht der W3-Panzer, das wäre nicht schön. Ja, der Fallschirmjäger hier auch. Oh, Sniper. Das sind natürlich dann so die Einheiten, die will man nicht haben. Besonders an solchen Positionen, die kriegt man halt auch einfach nicht besiegt. Wenn man keine Truppenkarten in der Nähe hat und dann wird es halt immer nervig. So. Das ist jetzt genau der Moment, wo man wieder Boden gut machen kann. Und dazu werde ich das jetzt auch mal ausnutzen. Ja. Und so langsam, aber sicher, ich glaube, jeder weiß jetzt schon grob, wo das Spiel hinlaufen wird. Also, unsere Präsenz nimmt halt langsam zu. Und ach, egal, hauen wir es mal drauf. Ach, ja. Ich hau natürlich Sektor und Air Propaganda. Das ist ideal. Der Bergetiger kommt schon. Das nenne ich mal Timing. Grenadiere bereit. Geben Sie uns Ihre Befehle. Oh, schön, schön. Und der erste Gegner ist rausgegangen. Das sind gute Neuigkeiten. Oh, sehr schön. Das sind keine guten Neuigkeiten. Ja. Ja, dann müssen wir erstmal warten, bis der Rest der Armee so ein bisschen nachzieht. Ich werde auch nochmal ein paar Panther zusätzlich holen. Und in der Tat ist es dann gerade bei solchen großen Spielen wie hier am Ende meistens das Problem, wer mehr Popcap hat. Ich hatte schon ganz oft so die Erfahrung gemacht, da hatte man wirklich einen Haufen Truppen, aber halt einfach zu wenig um den gegnerischen Panzer, also einen Haufen Ressourcen, aber man konnte sie halt einfach nicht nutzen, weil das Bevölkerungslimit da einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist mir bei der Karte hier schon sehr oft passiert. Jetzt habe ich den Bot richtig heldenhaft das MG abgenommen. Ja genau, der ist wieder da und jetzt kann ich auch mal meine eigenen Panzer wieder reparieren. Und dann denke ich, werde ich hier oben mal durchschlagen. Auch noch mit einer zweiten Hummel im Hintergrund. Es lohnt sich nämlich sehr häufig, wenn man sagt, ja, man hat jetzt den gegnerischen Block verjagt, dass man halt dann schon... Oh, jetzt habe ich ihn... Jetzt habe ich ihm die Munition abgenommen, die er da bekommen hätte für das Wrack. Kann ja auch mal sein. So, ja. Na, ein Glück, dass er dachte, ich stand dort. Ne? Hätte er ein Stück weiter hintergehauen, hätte ich alles nochmal reparieren können. Wir hören Sie. Ja, cappen wir mal hier ein bisschen. Die Kampfgruppe Lea hat wieder einmal ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt. Den müssen wir auch noch reparieren. Ja, auch mein... Oh, der W3-Panzer ist noch nicht bereit. Ja, Wahnsinn. Da repariert man ewig, ne? Und dann merkt man, dass man immer noch nicht... dass der W3-Panzer immer noch nicht repariert ist. So. Ja, das hat gereicht. Weg. Und der nächste ist ausgetreten und so langsam, aber sicher. Ja.
kämpfen wir nur noch gegen Bots, würde ich sagen. Und jetzt sollte ich auch mal anstandshalber mit reinkommen ins Gefecht. Außerdem nicht mit dem Pershing hier holen. Die feindlichen Panzer sind schwächer, als wir es erwartet hätten. Oh, da ist die W2-Pack, die holen wir jetzt fix mit uns bei Infanterie. Ja, die Hälfte der Panzer steht irgendwo hinter der Wand und kann nicht schießen. Das ist, schon wieder typisch. Typisch das Micro von Doom. Ja. Wunderbar. Der nächste ist raus. Jetzt haben wir auch endlich einen sinnvollen W3-Infanterie-Trupp und der Panzer hier sollte raus. Aus. Nein! Wir haben eine Einheit verloren. So. Der Feind nimmt die kalte Unterlegung. Wo ist der zweite? Ja, und jetzt kommt immer der spannende Teil des Spiels, wenn man einfach nur noch in die gegnerische Base reinrennt. Gucken wir mal, wie stark diese Antipanzergranaten sind mit einem Wett-3-Druck. Ich hätte mir mehr davon erhofft. Ist mein Frack eigentlich noch da oder bin ich wie... Ja, es ist noch da. Das können wir also noch bergen. Ja, der will einfach nicht aufgeben mit seinem Pershing hier. Muss doch noch ein Wunder kommen, damit er noch was. So, da haben wir noch mal ordentlich Arti da drauf. Damit die Sache endgültig gegessen ist. Auch unsere Kollegen stehen schon in der Base. Und ja. Das ist schon wieder episch. Na, kommt natürlich der Typ von unten. Au! Ja, das wären so die Flüchtigkeitsfehler am Ende, ne, die dann das Spiel nochmal hinauszögern. Aber ich glaube, das war's. Don't worry, be happy ist ausgestiegen. Und war das jetzt der letzte? Es könnte sein. Das Spiel leckt auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es ist wirklich anstrengend zu spielen und zu kommentieren. Ne? Das ging damals mal leichter. Und da fehlt mir leider der Taube, ne? Muss ich mal so sagen. Nichtsdestotrotz, das Spiel ist jetzt, glaube ich, hier entschieden. Und ja. Ja, und wir haben ein Standbild. Also ich hatte mal festgestellt, dass es nach einem Standbild zwei Optionen gibt, wie das Spiel weitergeht. Die eine ist, dass es dann innerhalb von einer Sekunde, keine Ahnung, in übelstem Highspeed durchläuft. Ja, das wäre die Variante wie jetzt. Ist immer sehr schön anzusehen, ich weiß auch nicht, was da schief läuft. Und die andere Variante ist, dass einer droppt, aber... Ja, das ist jetzt... Ja, das war's dann wohl. Also keine Ahnung, das ist aber ein schöner COH-Bug. Und auch ein schönes Spiel. Also hier oben war es ein Stück zu einfach zwischendurch, würde ich sagen. So am Anfang, als sie die Übermacht hatten, haben sie nicht angegriffen. Und das war auch so der einzige Grund, weil ich mir dann leisten konnte, dass ich erstmal meinen Kollegen da alleine machen lasse, um auf die Panther zu kommen. Aber es hat es am Ende gebracht, es hat sich gelohnt. Und ja... Wir schauen einfach nochmal der Vollständigkeit halber in die Statistik. Da sieht es wie immer bei mir nicht ganz so schlecht aus. Aber ja, spielerisch ist da noch sehr viel Luft nach oben. Ja, und ich würde sagen, an all die bei YouTube dabei sind, schön, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeguckt habt. Das freut mich natürlich. Horst der Taube denke ich auch wenn er nicht da ist. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt COH Overlord auf dem Schlachtfeld. Und in dem Sinne, tschü und auf Wiedersehen.